Welcome to Aurora, the incubator of World 2.0. My name's Jay Skell, and we've been expecting you. You've been invited here to innovate, to invent, and to create. But we're also asking you to do the most important thing with your lives that you can do. Here, away from the rest of the world, we will build the tools to lead the planet into the future. A completely sustainable economy, a blossoming environment, safe homes, security for your family, and a community where innovation is celebrated. The generations that come after us may forget all about us, but they will thrive because of the work we do here. Thank you for joining Skelltech in Aurora. Together, we are building tomorrow. Nach dem kleinen Intro-Video zu Ghost Recon Breakpoint heiße ich euch herzlich willkommen zu einem ersten Let's Play davon mit dem Felix aka The Tiger. Heyho! Heyo! Aus Wildlands kennt ihr ihn ja noch, den guten Felix. Und natürlich haben die Entwickler, nämlich hier Ubisoft, so ein bisschen an mich gedacht, denn es gibt einen Daniel. Schaut irgendwie jetzt nicht so europäisch aus mit dem asiatischen Augen, aber ja. Felix, wen hast denn du genommen? Den Felix, oder? Ich hab den Dwight. Den Dwight? Nee, den Felix habe ich nicht genommen. Den Dwight Taylor? Jesus. Ei, Felix, aber du bist ganz schön dunkel, oder? Warst ein Weilchen in der Sonne. Bisschen zu lange, würde ich sagen. Ja, und gut gebacken. Ja, gut, okay. Alles klar. Ja, und ansonsten eine kleine Narbe habe ich auch im Gesicht. Blaue Augen, so muss das. Und jetzt bin ich gespannt, was jetzt dann kommen wird, oder? Ich hätte gesagt, wir legen direkt los. Wir sind ja aktuell im Hubschrauber. Genau, ja, stimmt. Wir sind im Heli. Ja. Stimmt. Ja, wollen wir loslegen? Würde ich sagen, ja. In 3, 2, 1, go. Okay. Heli stürzt ab, ciao. Langer Flug, würde ich sagen. Ach, Tatsache. Ich dachte immer nur Scherze. God damn it.
Wir schauen nicht so gut aus, oder Felix? Nee, ich würde nicht sagen, also das ist ein guter Start, würde ich mal behaupten. Also, so lande ich gerne. Komisch, ne? Jetzt werden wir genau da, wo wir unseren Charakter fertig erstellt haben, direkt runtergeholt. Oh, ein Zufall, Mann, Mann, Mann. Ich würde sagen, mir geht's nicht ganz so gut. Letzte Heilung. Wie können wir uns heilen, genau? Ja, ich weiß es gar nicht mehr, wie war das? Ich glaube mit. Oh, ne, das war hinlegen, das wollen wir jetzt mal nicht. Ich glaube, geh. Geh. Ah, ja, genau, sehr schön. Weil das schaut nicht gesund aus. Ja, der hat ein paar Schürfwunden. Ja. Sehr cool, aber die Animation, wie er sich heilt, ne? Ja, ja, aber es fehlen noch ein paar Sachen. Geil, jetzt kann er wieder voll rennen. Als wäre nie was passiert, Helikopterabsturz! Habe ich noch nicht gehört von. Was ist das? Bisschen Pflaster, bisschen Kleber, bisschen Spucke, oder geht das schon? Ja. Ja, ja. Ein bisschen, was auch richtig geil ist, da, wenn du dich mal hinlegst da, ne? Ja, wie kann ich mich hinlegen? Mit C. Mit C, ja. Und du sollst vielleicht nicht im Wasser sein wie ich. Nicht mit. Achso, ja, dann bin ich gerade im Wasser. C gedrückt, um sich. Ah, jetzt, das ist ja hier gerade so ein bisschen das Tutorial, ne? Du kannst oder halten Sie C gedrückt. Oder C, ja. In gewissen Bereichen, wenn du da liegst, kannst du dich nämlich komplett einsuhlen im Boden, dann können die Gegner dir vorbeilaufen, du kannst sie abwarten, dann packen und dann ciao. Ah, okay. Oder halt dich generell verstecken. Ist es ein Streetlike oder was? Ja, sozusagen. Okay, also das Ziel quasi, jetzt hier ist erstmal quasi vorwärts zu kommen, ne? Genau, und erstmal die überlebenden Sachen, sich erstmal die Abschutzstellen zu checken, um mal weitere Überlebende die noch gibt. Ah ja, das ist ein guter Plan. Ja, wie so ein Schwarm war das, so ein Schwarm hat uns runtergeholt. Komisch, ne? Uiuiui, ja. Uiuiui, das ist aber, kann man mal machen, ey. Kann man mal machen. Da habe ich ein bisschen, aufgeschlitzt, den guten Herrn. Oh, ist das brutal. Ja, die ist Ui. Alles klar, ey. Kann ich den tragen? Oder was kann ich da? Ja, Tatsache. Ja, du kannst ihn tragen. Du kannst ihn Jawohl. Aufhören, glaube ich, ne? Felix, ich habe ein Geschenk für dich. Nein, danke. Kannst du behalten. Den brauche ich nicht. Und dann werfen. Kannst du ja dein Inventar öffnen. Oder halt dann so einen Bereich öffnen. Wo du halt dann Granaten wechseln kannst. Ah. Medics. Meine erste Waffe. Okay, aber wie kann ich die dann werfen, wenn ich die ausgewählt habe? Oder? Mit G. Mit G. G. Also, das ist G, ist eine, Taste dafür. Aber wenn ich verletzt bin, dann kann ich auch nur mit G mich heilen. Also, sprich, ich kann nicht eine Granate werfen, wenn ich verletzt bin, oder wie? Du bist halt auch abändern, sozusagen. Ich glaube, man kriegt später einen zweiten Slot oder so, aber du kannst es dann abändern. Na gut. Alles klar, und es gibt solche Kisten scheinbar, ne? Ja, genau. Also, die Kisten, da findest du Waffen. Man hat scheinbar ja gar keine Waffen, ja. Also bis auf die Pistole. Tatsache. Und man kriegt dann halt überall, auch von Gegnern teilweise kann man Waffen auch aufheben. Okay, aber wie kann ich die jetzt ausrüsten, ist die Frage. Mit L? Mit L. Jetzt mit L? Ah, ja, Tatsache. Ja, das ist gut, weil ich brauche ja hier meine 553, die ich gerade aufgehoben habe. Und dann kannst du mit 1 bis 3 halt ganz mal durchschalten. Ja. Sehr schön, habe ich direkt 200 Muni auch noch gefunden für das Ding. Krass. Alles klar. So. Ja. Wo bist du gerade? Bist du auch beim Heli gerade? Genau, ich bin gerade am ersten und hab gemerkt, der lebt schon mal nicht mehr. Ey, du hast gespoilert, ja. Ich hab's gerade auch festgestellt. Ja. Das weiß ja nicht, vielleicht lebt er ja bei dir. Man weiß das ja nicht, Daniel. Ja, genau. Warte. Jetzt lebt er nicht mehr. Aha. Aha. Gut, nächster. Leg doch mal die Kiste, die gönnen wir doch gleich mal. Dass wir die Gegner dafür finden. Hallo Leute, was war der denn? Ja, was ich merke gerade, was sie auch noch beibehalten haben aus Wildlands, die Karte mit den Feindmarkierungen, mit den roten Punkten. Ja, ne? Genau. Also sie haben eigentlich vieles übernommen und es verbessert, wenn man es genau möchte. Was ja auch sein sollte im Normalfall. Und viele Sachen einfach abgeändert, ja. Ja. Ja, schaut auf jeden Fall so aus. Okay, gut. Ja, ich gehe jetzt gerade zu diesem Tower. Genau, was ich auch noch sagen kann, wir spielen im Schwierigkeitsgrad fortgeschritten. Genau, dass wir halt ein bisschen gefordert werden. Extrem war uns dann doch wohl, wie man sagen würde, zu extrem. Wahrscheinlich, ja.
Das wissen wir natürlich nicht, aber genau. Wir wollten es nicht herausfinden. Und wir spielen ja noch nicht gemeinsam. Das wird sich ja dann sowieso zeigen, wie es dann ausschaut, genau, wenn wir mal zusammenspielen. Wenn man dann wieder mit der Drohne sich gegenseitig wiederbeleben kann, ne? Wer weiß. Wer weiß. Ah, da kann ich wieder den Healer spielen, ja. Ja, den Healer, der dann auch drauf geht. Ah ja, man hebt automatisch Sachen auf, wenn man dran vorbeigeht. Das ist zum Beispiel auch um einiges besser gemacht als früher. Man muss das jedes einzelne Mal anklicken. So, ich kann mal gucken. Die Schutzweste wechsle ich mal aus. Ah, 7 Punkte. Ah, das ist doch nice. Wahnsinniger Ausblick von hier oben. Zumindest bei mir gerade. Ich weiß nicht, ob du auch schon oder beabsichtigst, da hochzugehen. Auf den Tower. Auf diese Kuppel. Ja, das ist dieser Tower, ja, ich weiß nicht. Dieser Tower mit den Fenstern. Ich bin dann so bei dem Panzer, bei dem kaputten mit 4 Gegnern. Okay, ja gut. Ja, ich werde jetzt weiter vorrücken zum nächsten Punkt. So, schauen wir mal. Tarnung in Bauchlage. Was ist denn Tarnung in Bauchlage? Hat sich nämlich so richtig geil versteckt. Ah, krass. Okay. Dass man mit E markieren kann, habe ich auch schon rausgefunden. Ah ja, du unmarkiert auch automatisch. Mal auf die gezielt natürlich. So, ich glaube, ich gehe auf den Panther. Die Kategorie. Auch Level 2 sein wirst gleich. Du kannst es wahrscheinlich auch gleich feststellen. Okay. Was ich damit meine. Ah, jetzt weiß ich auch, was du mit Panzer meintest, wo 4 Leute sind. Okay, krass. Ja gut, ich wollte ja eigentlich schön im Nahkampf ausschalten, weil ich die Brutalität so gut finde. Aber leider wird das nichts, habe ich gehört. Weil die sich gegenseitig so ein bisschen decken. Ja, hinter der Mauer kannst du dich aber gut ausschalten. Im Podest, da kannst du gut hochgehen. Hallo, ist da jemand? Ja, da ist er. Jawohl, sehr schön. Gut. Neue Fertigkeit erhalten. Tutorial ansehen. Okay, ja. Wir können uns spezialisieren scheinbar. Jede Klasse hat spezifische passive Vorteile und Klassentechnik. Gut, schalten Sie zunächst Ihre erste Klasse frei. Sollte man sich da gegenseitig dann ergänzen, oder wie? Ja, ne? Oh, weiß ich. Da Sanitätsdrohne zum Beispiel, da haben wir wieder dasselbe wie in Wildlands Kampfgeist. Da geht es dann um reduzierten Rückstoß und höherer Schadenswiderstand. Okay. Verschwinden Sie hinter einer Rauchwolke. Panzerbrechende Patronen mit extra Schadenswirkung und Mündungsgeschwindigkeit. Also ich bin dann eher da für den reduzierten Rückstoß und erhöhten Schadenswiderstand. Wir haben Panther genommen. Okay, ja gut. Ja, dann haben wir sowieso unterschiedliche. Ich habe nämlich den Sturmsoldat. Gut, sehr schön. Ja, und jetzt können wir da aber vorerst nicht mehr machen, oder? Nur das Freischalten. Nee, nur Freischalten. Okay, gut zu wissen. Aber mir läuft jetzt auch schon eine Sequenz durch, die dich gleich überraschen wird. Das ist ja erstmal gar nichts. Okay. Some of you have got to be alive. Stormcloud 1-1, this is Weaver, come in, over. This is Weaver, come in, over. Anything? Ugats. Contact, contact! Joey Weaver. Krass. Okay. Und der Heli ist noch da, oder wie? Ja gut, den haben wir jetzt auch weg. Gegner mit hoher Stufe. Mhm. Alles klar. Aha.
Interessante Sache. Ja. Wir können auch zwei Primärwaffen haben, ne? Genau. Scheinbar. So wie im Einser auch. Das ist schon mal gleich geblieben zu Glück. Das ist alles so lang her, hey. Im Einser. Ja, und die sind alle gut, die Gegner, oder wie? Die solltest du nicht angreifen. Die solltest du erstmal komplett umgehen, weil die einfach zu hohes Level haben. Deswegen wurde das auch gerade erklärt. So, die sind einfach. Es gibt diese Art von Level-System so ein bisschen. Ja, du kannst es schon bekämpfen. Ich habe es damals so nicht ausprobiert, wo ich diese Techniker Alpha gespielt habe oder das Techniker Test. Und es wird auch eigentlich nicht empfohlen. Es sollte so ein bisschen Schauplatz sein, um zu zeigen, hier, schau mal, was da ist. Die sind so ein bisschen noch zu high für dich, ja? Das soll es mal umgehen. Weil noch bist du auch alleine, noch bist du so ein Versuch zu überleben eigentlich. Fand ich, dass du das mal raus hier. Ja? Die Nahkampftechnik. Aua. Oh, die finde ich genial, die Nahkampftechnik, Felix. Ich weiß schon, was ich die ganze Zeit machen werde. Das ist so geil. Ah. Ich finde das geil, das ist ein Suhlen im Schlamm. Jawohl, der Felix, der ist schon wieder im Porno. So, probier doch das mal aus, wenn der dann sagt, das ist so geil. Oh. Also man könnte auch ein oder zwei Mal zustechen. Nein, man schießt 10-mal zu. Oh, da sind ein paar mehr Gegner. Klassenaufwertungen. Aha, okay. Na gut zu wissen. Okay. Du, meine Freunde. Phantomtechnik einsetzen. Y. Oh, hoppala. Das war jetzt nicht geplant, ne? Schau mal, was das für ein Boost ist. Wie viele Helis sind eigentlich noch abgestürzt? Kann ja nicht wahr sein. Ich glaube, wir sind so mit 6-7 Helikoptern geflogen. Die haben alle runtergeholt. Wir sind ja gut vorbereitet, hä? Ja. Hat halt wohl aktuell nicht viel gebracht, würde ich sagen. Mayday. Oh, nehmen wir Mayday. Die Kiste mal an. Ghost Lead. Does anyone read? 5x5, Ghost Lead. Who is this? A friend. I got the radio from a ghost. This ghost still breathing. Oh, Scharfschützengewehr freigeschalten. Das finde ich genau richtig. Red Queen. Was Give gefällt mir? That can wait. Your man's getting medical treatment. Follow the trail behind the ancient ruins. Your destination is in the mountains between two waterfalls. Understood. Ghost lead out. Okay, ich bin jetzt bei dem dritten Heli. Gewesen. Ja, ich genauso. Also ich bin jetzt gerade beim Helikopter. Okay. Funke mal, ne? Ja, mach das. Also wenn wir bei den Wasserfällen sind, spätestens dann können wir zusammen schwimmen. Okay. Weil das ist, na wohl, verrat zu nichts. Ich sag noch gar nichts. Lass dich überraschen. Bist du denn jetzt schon mit dem Heli durch? Genau, ich bin jetzt unterwegs Richtung dem Wasserfeld sozusagen. Ja, da wird's ja ich auch. Vor, wo die netten Herren da vorne stehen noch. Sag ich mal Hallo. Die netten Herren, sagst du denen Hallo, ja? Ja, aber mit, natürlich im Scharfschützengewehr, ne? Also, man muss ja wenigstens schon richtig Scharfschützengewehr? Da kann man einfach vorbeilaufen an denen, weil die sind blind wie Blindfische. Aber ich will das nicht. Ja, wow. Okay. Ich nehme da den coolen Wagen und verzische mich damit wahrscheinlich. Oder dieses Motorrad hier. Auf geht's. Let's go! Ja! Yeah! Oh Gott, fahr zu. Oh, oh. Ah, sehr schön. Ah, ich liebe es, mich auf Drogen zu spielen. Okay, also was ich auf jeden Fall merke ist, FPS-technisch noch nicht so der Hit. Da muss ich noch was ändern. Bei mir läuft es einmal frei. Ja, du bist ja auf, ich nehme an, ich sag mal, Harzer Grafik. 1080p, oder? Jo, das ist groß. Ja. Das Game ist halt eher noch für 1080 ausgelegt als für 4K halt schon.
Ja, gut, ne? Also. Ich meine, viele Dinge braucht man halt auch nicht in 4K, die jetzt gerade halt dann eskalieren, ne? Kantenglättung und so. Uiuiui, guten Tag. Hi, servus, Leute. Oh, das ist ja mal. Die haben uns jetzt nicht so gemocht. Oh, oh. Ne, also abgesehen von Hafensieg ist da. Aber von der Grafik schaut das Ganze doch schon mal echt schön aus, oder? Oh. Kann ich jetzt nicht so bestätigen. Ich finde jetzt, ja, ist nicht schlecht, aber ich muss gerade selber gucken, welche Grafikeinstellung ich zocke, um das zu beurteilen. Weil ich finde es gerade relativ in Ordnung. Nur in Ordnung. Ja, das kann aber deswegen auch meine Grafikeinstellung sein. Es muss bei dir laggen, dann schaut es besser aus. Okay, das könnte vielleicht sein, ja. So, ich bin so, jetzt da übrigens. Mal Audio. Gesamtlautstärke, ich muss ein bisschen leiser machen. Betreten Sie die Höhle. Soll ich die Höhle schon betreten? Das kannst du schon mal machen, ja. Okay, alles klar. Dann geht's jetzt rein in die Höhle. Stop right there! Who are you? I was invited. Who the hell are you? Another one. You can always turn around and go back down the mountain. Things are a little tense, you know? Just watch how you handle that weapon. We don't allow shooting in Erewhon. And what's Erewhon? The cave, so we call it. Get in. Da sind wir jetzt gemeinsam in einer Lobby und hier ist scheinbar so eine Art Treffpunkt, Hub. Haben wir schon festgestellt, ne? Ja. Hub würde Felix das nennen. Der Hub, das gute alte Hub. Schaut ja gut aus. Das ist sozusagen unser Unterschlupf eigentlich, wo wir dann uns ausruhen können, wo wir unsere Mission dann annehmen können und das werden wir auch gleich mal mit tun. Mhm. Und wir sind die Adler am Boden, hä? Genau. Steht oben rechts. Ja, stimmt. Okay, ja gut. Gehen wir so, doch mal mit was, dem Herrn. Was, ja genau, stimmt. Hier müssen wir hin. Are you boys alright or what? We're the only two left in our chalk. No radio, no drones. Between the two of us, we got two rifles and eight mags. Locals got water here. And some supplies. Can you believe this place, man? God damn. My mind's blown. Yep. And they're friendly, more or less, but they're still keeping us on a short leash. You boys know what took out our birds? No clue. But there are definitely hostiles out there. Tangled with some troops out there who were calling themselves wolves. You know who we're dealing with? Now you're dealing with me. You the one in charge here? Who's asking? My call sign's Nomad. I'm the officer in charge of this operation. By operation, I assume you mean the massively wild screw-up. Hey, old man. You playing nice? I'm just trying to find out why a bunch of grunts are falling from the sky into our laps, honey. Well, someone sank a naval cargo ship off the coast. Then the entire archipelago overall went dark. Now, we were sent here to figure out what happened. Next thing we know, our choppers were taken down. Almost half of my soldiers are dead. Best we can tell. Some kind of military takeover. Sentinel. Military contractors, they put this place under martial law. Using the old boot-in-the-neck technique to enforce it. Skeltech is still making all the high-tech stuff they always make. Except maybe now they're making more weapons. Not exactly the libertarian utopia J-Skell advertised. Where can I find J-Skell? The head of Skeltech himself. Mm. We haven't seen him, but his drones are keeping an eye on his islands. So you think he's still a part of this? We're just not sure why. All right. Well, I'll put figuring it out on my to-do list. For now, can I see our wounded? Yeah.
One of your guys needs to rest, but he won't shut up. Calm him down, yeah? And then come find me. I'll give you the guided tour. Alles klar. Ja. Gut zu wissen. Und so schnell wir jetzt hier zusammengefunden haben und scheinbar hier eingetroffen sind, so schnell ist das Ganze auch wieder zu Ende, denn wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Video von Ghost Recon Breakpoint in der Beta. In diesem Sinne hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao. Ciao, ciao.